Hallo und willkommen in der Technik-Video-Welt. Wie wir unser Samsung Galaxy S24 halten, ob so oder so, davon abhängig ist natürlich auch, wie das Display angezeigt wird. Dreht es sich mit oder nicht, das könnt ihr einstellen, ganz einfache Geschichte. Aber bei Samsung ist es irgendwie etwas komisch, denn dieser Begriff, den die dafür verwenden, um auswählen zu können, möchte ich, dass mein Bildschirm sich dreht oder nicht, der ist etwas an den Haaren herbeigezogen. Warum macht man es nicht einfacher, fragen sich sicher viele, beziehungsweise fragen sich wahrscheinlich die meisten von euch, wo stelle ich das ein. Denn es ist eigentlich präsent, aber man sieht es trotzdem nicht. Und warum, das zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, Thema Bildschirm drehen. Bei Samsung immer ein Spezialfall, denn wenn man das Ganze aktivieren möchte bzw. deaktivieren möchte, man weiß immer gar nicht so recht, wo man das findet. Und das ist auch nachvollziehbar, denn Samsung handhabt es so, dass eben diese Funktion des Bildschirmdrehens, wenn ihr es deaktiviert habt, einfach nur Porträt heißt. Man weiß überhaupt nicht, was Porträt in dem Fall bedeutet. Vielleicht auch Leute, die gar nicht mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen können. Das ist eben das Hochkantformat damit gemeint. So, das heißt, wenn ich meinen Bildschirm drehen oder nicht drehen möchte, prinzipiell ist es ja so, wenn ihr zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, wo sind wir jetzt hier im Play Store, geht das hier und das Ganze quer haltet, genau, dann seht ihr, dass sich eben die Anzeige natürlich anpasst. Und je nachdem, wie ihr gerade das Handy halten möchtet, natürlich ist es so, dass ihr wahrscheinlich viele Videos, zum Beispiel bei YouTube oder so, eben im Querformat guckt und dann dreht sich netterweise euer Bildschirm mit, weil es eben, oder das Gerät eben erkennt, dass das Gerät gekippt wird. Oh, dafür ist eben ein Sensor im Gerät zuständig, der das erkennt. Jetzt kann es natürlich sein, wenn ihr zum Beispiel so abends irgendwie schräg auf dem Sofa oder im Bett liegt und irgendwie so aufs Handy guckt, dass ihr gar nicht wollt, dass es immer an diesen Punkt kommt, wo es sich dreht, dann müsst ihr es immer wieder zurückdrehen und das kann vielleicht auch nervig sein und dann möchte man das Ganze natürlich deaktivieren. Das ist mega easy. Ich glaube, das ist mit die einfachste Funktion, die es gibt. Einfach runterwischen und auf diesen Knopf drücken und schon ist das Ganze erledigt. Jetzt kann ich hier den Play Store wieder aufsuchen und der Bildschirm dreht sich nicht mehr mit. Das ist ganz einfach jetzt gesperrt. Einfach hier einmal runtergewischt und jetzt, ja, jetzt sehen wir hier nämlich, das ist das, was ich so meine, in dieser Zeile, so ist es ja bei euch werkseitig auch, bei uns ist das Ganze ja auch werkseitig erstmal noch so eingerichtet, dass diese Funktion eben hier oben mit drin ist. So, hier sehe ich jetzt das allgemeine Symbol für WLAN, hier sehe ich das Zeichen für Bluetooth, einen Lautsprecher, da kann ich mir immer erklären, was Sache ist. Ganz ehrlich, hier sehe ich auf einer weißen Fläche eine Einkaufstasche. So, deswegen finde ich ein bisschen doof gemacht bei Samsung. Die ändern das auch irgendwie nicht. Scheinbar beharren die darauf, das so zu handhaben. Wenn ihr runterwischt, dann seht ihr ja diese Ansicht und dann seht ihr bei dieser Einkaufstasche, so nenne ich es jetzt einfach mal, dieses Wort Porträt. Und ganz ehrlich, ich finde das mega ungeschickt gelöst. Klar, Leute, die wissen, was ein Porträt ist, können sich dann vielleicht zusammenreimen. Das ist ja dann eher ein Porträt immer im Hochkantformat. Aber woher komme ich jetzt darauf, dass wenn ich meinen Bildschirm drehen möchte wieder, dass ich das wieder automatisch machen möchte, dass ich das hier aktivieren muss? Denn sowohl die Bezeichnung als auch das Symbol ändern sich ja, nachdem ich es aktiviert habe. Und ich check nicht, warum da eine Einkaufstasche abgebildet wird, ist mir ein Rätsel. Aber deswegen habt ihr ja uns. Ihr wisst jetzt, dass das die Funktion ist, wo ihr eben euer Bildschirm drehen, aktivieren bzw. deaktivieren könnt. Ihr müsst dann eben damit leben, dass ihr den Begriff Porträt auswählen müsst, wenn ihr ja das Ganze zum Bildschirm drehen umwandeln wollt. Jetzt ist es nämlich wieder so, wenn ich jetzt wieder in meinen Play Store gehe, dass mein Bildschirm sich mitdreht und so kann ich es auch einfach deaktivieren und mein Bildschirm dreht sich nicht mehr mit. Also, so wisst ihr, könnt ihr das regeln. Ist eben wie gesagt ganz einfach, aber man muss natürlich wissen, wie und wo. So, das war's zu dem Thema Bildschirm drehen bzw. Porträt bzw. Einkaufstasche bei Samsung beim Galaxy S24. Ich hoffe, das war für euch hilfreich. Lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da, abonniert gerne kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Tutorial hier wieder. Bis dahin, tschüss!